Herzlich willkommen zum Grillen. Und wofür geht's beim Grillen hauptsächlich? Und zwar um das Feuer anzuzünden. Und normalerweise machen das die meisten so, dass sie die Grillkohle drauflegen, eine halbe Flasche Spiritus nehmen und das dann einfach anzünden und dann brennt das lichterloh. Wir möchten das heute aber ein bisschen biologischer gestalten, wie man das hier schon schön sieht. Und zwar haben wir zuerst mal die Grillkohle hier reingelegt und unseren biologischen Grillanzünder drauf gemacht. Als nächstes nehmen wir eins von den beiden biologischen Grillanzündern und probieren einfach mal den anzuzünden. Die Sache gestaltet sich dann nicht immer so ganz einfach, je nachdem, wie die Qualität des Feuerzeuges so bestellt ist. Unser Feuerzeug ist dann nicht so das Beste. Wir haben uns das ausgeborgt. Und damit muss man eben leben, wenn man selber kein Raucher ist. Aber es praktisch ist, dann sind auch die Raucher mal für was nützlich, wenn die dann auch mal ein Feuerzeug dabei haben, um, wenn man mal spontan grillen möchte oder sein Feuerzeug vergessen hat, falls man hätte eins mitnehmen wollen, aber das dann doch nicht gemacht hat. Ja, ganz klassisch wäre natürlich mit Feuerstein, aber da habe ich erstens auch keine Ahnung von und dann würde die Geschichte immer ewig dauern, so wie man das in einigen Sendungen auch sieht im Fernseher. Die brauchen ja dann auch einen halben Tag, um das Feuer anzumachen und dann ist schon dunkel und man ist schon vor Hunger umgefallen. So, dann haben wir es auch geschafft, unser Feuer erfolgreich anzuzünden. Dann legen wir dann noch einen biologischen Grillanzünder zu und decken das Feuer schön mit unserer Grillkohle zu. Und irgendwann in nicht allzu langer Zeit wird die Grillkohle dann an sein und die Glut hat dann das Feuer entfacht und dann kann das losgehen. Dann kann man sich schön sein Grill hier zurecht machen, ein bisschen Fleisch und was man eben so gerne mag und sich schmecken lassen. Vielen Dank fürs Ansehen des Videos. Ich hoffe, ihr abonniert mich und auch die Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal.